brauchen wir aber eine Willkommensrede von einer Frau, die angetreten ist, das Essen in den Städten und auf dem Land besser zu machen. Es geht ja heute um gute Landwirtschaft, es geht auch um gutes Essen. Und die Mediziner sagen, wir essen uns krank, mitten im Überfluss. Und es gibt immer mehr Leute, die haben so wenig Geld, dass sie sich gutes, gesundes Essen nicht leisten können. Und es gibt immer mehr Leute, die schmeißen Essen weg, obwohl wir wissen, wie wertvoll das ist. Hier ist eine, die angetreten ist, um das zu ändern. Sie ist die Gründerin der Berliner Tafel, die ist die Inspiratorin für eine ganze Bewegung durch ganz Deutschland. Sabine Werth, herzlich willkommen, dass Sie da sind. Toll! Herzlichen Dank. Als erstes habe ich die Bitte der Regie, kommt alle weiter nach vorne. Die Bilder werden sehr viel besser, wenn ihr dichter dran steht. Also kommt näher. Danke euch. Die Berliner Tafel ist auf der einen Seite angetreten, um arme Menschen, bedürftige Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Auf der anderen Seite, das machen wir seit 26 Jahren, wir haben im Laufe dieser 26 Jahre eine ganz klare politische Linie für uns erarbeitet, nämlich dass es ganz genauso wichtig ist, etwas gegen die Lebensmittelverschwendung zu tun. Wir leben in einem Land, auf einer Welt, die für alle genug Lebensmittel hat. Müsste niemand hungern, es müsste niemand sterben durch den Hunger. Wir müssten es noch besser umverteilen. Dafür sind die Tafeln angetreten. Es gibt viel Kritik an den Tafeln, wir nehmen den Staat aus der Pflicht. Nein, wir machen die Politik aufmerksam, auf die Missstände. Wenn nicht Tausende von Tonnen an Lebensmitteln permanent weggeworfen werden würden, bräuchten sie auch nicht gesammelt zu werden. Wir müssten aber anfangen bei den Produzentinnen und Produzenten, bei den Händlerinnen und Händlern. Und dafür ist die Politik zuständig. Die Politik lässt sich permanent von der Lobby, den Herstellern und den Händlern in die Ecke drängen. Und dadurch gibt es keine anständige Gesetzgebung. Wir müssen ganz viel verändern. Wir dürfen uns auch nicht von den europäischen Gesetzgebungen permanent so beeinflussen lassen, sondern alles, was national möglich ist, muss stattfinden, damit wir gerechter Lebensmittel umverteilen können. Und wenn die Tafel zu guter Letzt keine Lebensmittel mehr sammeln kann, weil keine mehr verschwendet werden, dann wird die Politik spätestens in dem Augenblick sich noch mehr Gedanken über die ganzen Armen in unserem Land machen. Es liegt aber an uns, unser Konsumentinnen und Konsumentenverhalten zu verändern. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was essen wir, was kaufen wir, wie konsumieren wir, was tun wir eigentlich alles, wie tragen wir persönlich, auch alle, die wir hier stehen und ein Bewusstsein für Lebensmittel haben, wie tragen wir dennoch dazu bei, dass es uns in unserem Land derart ungerecht zugeht. Und wir müssen einfach erkennen, dass wir in unserem Kaufverhalten ganz viel beeinflussen können. Wenn wir endlich aufhören, das billige Schweinenackensteak, das Kilo für 2,99 € zu kaufen, bloß weil es so schön preiswert ist, und wir dadurch aber genau diejenigen unterstützen, die für den Mist verantwortlich sind, führt das zu gar nichts. Lasst uns direkt, schon heute, mit dem Umdenken anfangen und lasst uns mit dieser Demo und mit ganz vielen Aktionen die Politik darauf hinweisen, ändert das Mindesthaltbarkeitsdatum, ändert die Verkaufspraktiken, richtet euch nicht pausenlos nach der Lobby derer, die daran verdienen, dass wir uns schlecht ernähren. Wir sind für unser Leben und für unsere Ernährung verantwortlich. Lasst es uns auch wirklich tun. Danke euch.